So Leute, ich habe zwar gefailt, was den Drachen zu töten angeht, aber naja. Wir sind jetzt im Schloss, im Palast von Boletaria. Und hier fehlt ein Charakter. Das stört mich jetzt irgendwie doch sehr. Warum ist er nicht da? Eigentlich sollte hier unser Freund und Kupferstecher, der Prinz von Boletaria, rumhängen. Stattdessen hängt da nur sein schwarzes Phantom rum. Denn das ist das schwarze Phantom von unserem Freund. Schnell, agil, wendig, geht mir auf den Sack. Und wird trotzdem niedergeprügelt von meinem Schwert. Aua. Ja, sehr schön. Und nochmal. Nochmal geht das leider nicht. So viel zu ihm. Und er hinterlässt uns das Runenschwert und den Runenschild. Warum ist der jetzt nicht da? Er stört mich. Eigentlich würde ich nämlich gerne ein spezielles Schwert zeigen. Das gefällt mir nicht. Er müsste da sein. Er hätte da unten sein müssen. Wenn das jetzt nicht geht, dann werde ich zum Tier. Ich werde jetzt, während ich da hochfahre, richtig toll mein Internet befragen. Eigentlich hätte er da sein müssen. Er hat da zu sein, weil ich, glaube ich, alles gemacht habe, was dafür notwendig gewesen wäre. Deswegen nervt mich das gerade ein wenig. Also gib mir einen kurzen Moment, während ich das hier noch überprüfe. Ihr seht mich ja sowieso nur Aufzug fahren. Da. Na, 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 na. Okay, eigentlich hätte er da sein müssen. Also habe ich irgendwo im Spiel scheinbar einen Fehler gemacht, weswegen er nicht auftaucht. Damn. Das kotzt mich jetzt an. Aber gut. Wenn er nicht will, dann werden wir uns jetzt dem letzten Boss stellen. Dem letzten richtigen Boss. Ja, dem König von Boletaria. Dem alten König Elend. Er selber hat eine sehr miese Technik drauf. Er kann nämlich unseren Level permanent hinabsetzen mit einer bestimmten Attacke. Und den Wind schneiden, wie man sieht. Also als, es ist beinahe so, als hätte er einen Sturmbringer in seiner Hand. Was natürlich nicht gut ist für uns. Wow. Hilfe. Ich werde es also hier langsam angehen müssen. Ich könnte auch mal versuchen, so einen Schlag zu setzen. Was war das nochmal? Oh Gott, das war so eine allmächtige Druckluftkacke da. Ah ja, ich erinnere mich noch. Boah, das macht mehr Schaden. Kann aber darin resultieren, dass ich getroffen werde, logischerweise. Weil das so ein fettes Schwert ist und ich da leicht getroffen werde. Aber ich habe so viele Heil-Items, das ist okay, wenn ich das mal mache. Uh-oh. Ah, ich bleibe lieber beim Killage. Das war sicherer. Ja, Killage ist definitiv the way to go hier. Warum ist er so viel größer als ich? Ah, nein, 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 nein
nein. Wow. Durch meinen Killer ausweichen, ausgewichen. Oh yeah. Mach doch. Ich lass mir hier Zeit. Du bist mir nämlich ein Hauch zu dämonisch. So mit dieser ganzen Aura-Scheiße und so. Nee. Aua. Aua. Nett von ihm. Gut, dass ich diese ganzen Gräser noch habe. Weil ich so im Wesentlichen gar nicht gefailt habe, großartig, während ich gespielt habe. Zumindest nicht so wie beim ersten Mal. Das ist diese Attacke. Wenn er mich damit erwischt, setzt er mein Seelenlevel eine Stufe weiter runter. Das ist etwas, was ich hier gar nicht haben will. Wow. Geh weg damit. Geh weg mit deiner magischen Hand. Aua. Oh yeah. Das hier ist ein Zweikampf auf Leben und Tod. Und ich finde auch den wieder mal sehr faszinierend gestaltet. Nicht nur wie der Kampf gegen die Jungfrau, sondern auch allgemein besser, gruseliger. Atmosphärisch bösartiger, sag ich mal. Die Jungfrau hat ja nichts getan. Aber der Typ, der will uns ja tot sehen. Ah nein. Nein. Aua. Ich hab vergessen, oder beziehungsweise nicht hingekriegt, die Anvisierung schneller wegzukriegen. Jetzt kämpfen wir hier auf Bänkenraum, das finde ich doof. Komm hoch. Sei ein braver King Allen und komm hoch. Ja, so ist lieb. Nein, so ist gar nicht lieb. Aua. Ich würde schon gerne meine Seelenstufe behalten, danke. Das werde ich auch tun. Verlass dich drauf, ich behalte meine Seelenstufe. Egal, was du tun willst, ich behalte meine Seelenstufe. Ich bleibe Level 84. Ja, ja, mach du mal. Während du das machst, heile ich mich. Aua. Jetzt stehe ich zu weit weg von dem. Ich bin auch echt blöde, zu blöde, gerade die Höhe einzuschätzen. Das ist ja unglaublich. Ja, mach das. Oh Mann. Autsch. Autsch. Das fehlt mir jetzt auch noch, in dem letzten Moment zu sterben. Nein. So. Niemand vernichtet mich, außer vielleicht ein gigantischer blauer Drache. Und ein Drachengott. Und, ne? Aber das war's, Leute. Der falsche König. Die falsche Königsdämonenseele. Oh ja, ich bin besonders. The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be back in again. Tja, das war nicht der richtige König. Der richtige König ist beim Uralten. Das Uralte ist die Wurzel allen Übels. Tja, wenn wir jetzt in den Nexus zurückkehren, wie wir es gerade tun, geschieht Folgendes. Übrigens, das Schwert hätte ich gerne. Genau, das Loch, was tiefer hineinführen würde in den Nexus, wird geöffnet für uns. Es ist schade, dass der Königssohn mir entkommen ist. Ich weiß nicht, warum er nicht da war. Ich werde euch auf alle Fälle noch zeigen, worum es ging.
Die Sache ist jetzt, wir können nicht mehr speichern. Was heißt, wir können nicht mehr speichern? Wir können unsere Seelenstufe nicht mehr aufwerten. Er hatte sich Sorgen um uns gemacht. Das ist nett von ihm. Das ist wirklich nett von ihm. Wir können also unsere Seelenstufe nicht mehr aufwerten. Kannst du noch? Wir können zwar noch alles hier machen, was wir wollen. Das wäre kein Problem. Hartsteinscherben. Könnte ich besorgen, ist jetzt aber auch egal. Achso. Ja, Waffen reparieren könnte ich auch noch. Wir werden uns also jetzt ans Ende begeben. Wir werden das Uralte herausfordern und eines von zwei Enden freischalten. Bis dahin, Leute. Auf Wiedersehen und tschüss.